Das ist die Bodenplatte für meine Gartenhütte. Den Aufbau und die Vorbereitung habt ihr ja im letzten Video gesehen. Und jetzt beginne ich mit dem Aufbau der Hütte. Zuerst brauche ich eine Hilfskonstruktion, denn festhalten und schrauben gleichzeitig funktioniert nicht. Zumal wenn eine Distanz von 3 Metern dazwischen liegt. Das erste Brett liegt auch schon bereit. Wenn es befestigt ist, dann haben wir schon eine gewisse Stabilität. Da der Wind ordentlich weht, versuche ich so schnell wie möglich auch das zweite Brett anzuschrauben. Noch gibt der Balken nach. Ist das zweite Brett befestigt, wird es leichter. Noch eine Schraube, um den Balken zu fixieren, und es kann weitergehen. Immer wieder überprüfe ich auch mit der Wasserwaage, ob meine Balken im Lot stehen. Denn jetzt ist eine Korrektur noch sehr einfach. Die Hütte hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel und sie wurde ja schon zweimal auf- und abgebaut. Dementsprechend sind einige der Bretter nicht mehr in Ordnung und auch einige der Nut- und Federn sind nicht mehr in Ordnung. Nachdem nun einige Bretter befestigt sind, kann ich auch mit der zweiten Wand beginnen. Auch hier brauche ich erst einmal eine Hilfskonstruktion. Übrigens stehen die Balken einfach nur auf der Platte. Lediglich die unteren Bretter sind mit der Platte verschraubt. Jetzt kann ich einen Teil meiner Hilfskonstruktion wieder entfernen. Das macht den Aufbau einfacher. Wie ihr sehen könnt, hat der Vorgänger die Hütte von innen gestrichen. Auch das ist eine große Hilfe beim Aufbau. Jetzt brauche ich erst einmal eine Pause, denn ich bin schon ein paar Stunden beschäftigt. Das Hin- und Herlaufen, Bretter positionieren, Schrauben dran, vielleicht auch wieder ab, weil es nicht ganz passt. Alles benötigt Zeit. Aber ich habe ja keine Eile, mich hetzt niemand. Und da ich alleine bin, kann ich in meinem ganz eigenen Tempo arbeiten. Ich finde, so langsam sieht es schon nach etwas aus. Drei Bretter waren marode. Die musste ich austauschen und habe dafür neue gekauft. Sie sind zwar etwas dicker, lassen sich aber trotzdem gut einbauen.
Auch die zweite Wand wächst unaufhörlich. Manchmal muss ich den Gummihammer zu Hilfe nehmen, aber letztendlich fügt sich doch jedes Brett. Ab einem gewissen Punkt ist die Hütte zu hoch oder meine Arme und Beine zu kurz, je nachdem, wie man es sehen möchte. Mit einem kleinen Tritt kann man aber das Problem beheben. Das letzte Teil an dieser Wand noch aufstecken und festschrauben und die Wand ist fertig. Da ich meine pflegebedürftige Mutter nicht so lange allein lassen kann, habe ich immer nur ein paar Stunden pro Tag. Meine mir gestellte Aufgabe für heute habe ich erfüllt. Und auch heute bin ich zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Wie gesagt, ich arbeite gerne alleine. Dann sind die Fehler, die ich mache, meine Fehler und niemand redet mehr hinein. Wie es weitergeht mit dem Projekt Gartenhütte, könnt ihr dann im nächsten Video sehen.